Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudolfer, euer Coach und Physiotherapeut. Zusätzlich zum Antenne-Fitness-Tipp des Tages gibt es hier bei unserem Channel noch einige Infos, die wir euch so dazugeben noch. Heute ist eben das Thema Mobilisation in die Streckung und Entspannung vor in die Beugung. Wir schauen eben, dass wir hier nicht überstrecken in der Lendenwirbelsäule, sondern probiert trotzdem auch, wenn wir diese Streckung nach hinten machen, auch dann eben dieses nach hinten drücken, den Unterbauch gespannt zu halten. Das ist meistens das Hauptproblem, warum es dann eben zu Schmerzen in der Lendenwirbelsäule kommt, wenn wir so eine Streckung nach hinten machen, weil die weiterlaufende Bewegung eben bei der Streckung nach hinten, wir wollen eigentlich den Brustbereich mobilisieren. Und dadurch, dass der Brustbereich aber so steif und starr ist, drückt es im mobilsten Bereich eben in diese Richtung eben rein. Und das ist dann die Lendenwirbelsäule und die geht dann nach vorne. Und dann drückt es euch da rein und dann tut es euch unten meistens weh. Okay? Schaut wirklich, Bauch spannen, da gerade bleiben. Und dann wirklich nur die Brustwirbelsäule nach hinten spannen. Die Brustwirbelsäule selbst oder das nicht nur die Wirbelsäule, sondern die Muskel und die ganzen Sehnen, Muskel-Sehnen-Apparat rundherum sind so oder so die starrsten in unserem Körper. Von dem her erwartet es da jetzt nicht, dass wirklich da wie Schlangenmenschen euch nach hinten biegt oder beugt, sondern schaut wirklich, dass ein bisschen eine Bewegung reinkommt, der Brustkorb sich ein bisschen hebt, das reicht schon und trotzdem haltet aber unten die Spannung. Okay, das heißt nicht die Bauchmuskel voll anspannen, sodass wir hier sind, sondern nur, als ob ihr aufs Klo müsst. Also Pobacken zusammenspannen, Bauchnabel ein bisschen einziehen und trotzdem normal weiteratmen. Okay, ihr bleibt unten gerade und dann mobilisiert so nach hinten weg. Kurz halten, weiter atmen und dann gehen wir wieder nach vorne und beugen uns richtig durch. Ihr könnt es auch wirklich locker lassen. Rund machen, so gut es geht, unten halten, durchschnaufen und wirklich die ganze Wirbelsäule entspannen lassen und dann noch einmal nach hinten. Und wirklich schauen, Unterbauch bleibt gespannt, genau, weiter atmen trotzdem nicht vergessen und wieder langsam nach vorne. Schaut den Kreislauf auch eben, dass es nicht zu intensiv ist für euch, wenn es schwindelig wird oder was, macht kurz eine Pause. Das muss jetzt nicht 10-mal hintereinander Vollgas sein, sondern wirklich einfach schön langsam schauen, dass ihr euch wirklich einmal nach hinten hochstreckt, dass mehr Raum in den ganzen Bauch- und Zwerchfellbereich reinkriegt, dass das ein bisschen locker ist. Und dann kriegen wir wieder mehr Luft in unseren Körper rein, die Organe sind ein bisschen durchbewegt. Es kann am Anfang eben wirklich ein bisschen schwindelig werden. Dann eben eher ein bisschen runtergehen und das Ganze langsamer machen. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut Patrick Rudolfer und wir sehen uns dann morgen wieder. Der Antenne Fitness Tipp. Präsentiert von Corpus Motum, die Bewegungsexperten fürs Büro. Jetzt Ihre Angestellten anmelden auf corpusmotum.com.